In diesem Video möchte ich euch den Begrüßungsbildschirm von Dreamweaver CS6 vorstellen. Der Begrüßungsbildschirm ist in dieser Form sicher auch aus anderen Adobe-Produkten bekannt, wie zum Beispiel InDesign oder Illustrator. Der Begrüßungsbildschirm öffnet sich automatisch beim ersten Starten der Software bzw. generell bei jedem Start, wenn er nicht deaktiviert wurde. Im linken Bereich befinden sich der Block für die zuletzt geöffneten Dateien. Hier kann man schnell und komfortabel an aktuellen Projekten weiterarbeiten, quasi die Dateien öffnen, die beim letzten Start der Software bzw. des Computers bereits geöffnet waren. Oder es lässt sich der generelle Öffnen-Dialog hier unten aufrufen, der ansonsten auch über Datei und Öffnen erreichbar wäre bzw. über den Shortcode Command O bzw. unter Windows Steuerung O. Rechts daneben ist der Bereich für Neuerstellen. Hier kann ich relativ zügig mit einem Klick eine neue Datei anlegen oder weitere auswählen. Hier gibt es dann in dem Bereich Neues Dokument einen kompletten Baum von verschiedenen Dokumentenarten und Vorlagen, die ich auswählen und erstellen kann. Sobald ich alle Fenster hier in Dreamweaver geschlossen habe, zum Beispiel wenn ich jetzt hier dieses HTML-Dokument wieder schließe, öffnet sich automatisch erneut der Begrüßungsbildschirm. Rechts daneben befinden sich Top-Funktionen. Die Top-Funktionen hier stellen alle neue Funktionen in Dreamweaver CS6 dar und bei einem entsprechenden Klick auf einen dieser Links lande ich direkt auf Adobe TV und kann mir hier die neuen Funktionen ansehen und erklären lassen. Die meisten Videos auf Adobe.tv sind allerdings hier in Englisch. In dem unteren Bereich des Begrüßungsbildschirms gibt es weitere Online-Funktionen. Dazu zählen Anleitungen wie erste Schritte, neue Funktionen und weitere Download-Ressourcen. Auch die öffnen sich im Browser und liegen irgendwo auf der adobe.com-Webseite. Auch hier sind die meisten Inhalte nur in Englisch verfügbar. Ein weiterer interessanter Punkt befindet sich ebenfalls in dieser Liste, hier mit einem kleinen Icon dargestellt, und zwar ist das der Bereich Dreamweaver Exchange. Und ja, auch dies hier ist wieder eine Online-Funktion auf adobe.com. Der Adobe Marketplace und Exchange ist ein Bereich auf der Adobe-Webseite, auf dem es kleine Erweiterungen für Dreamweaver oder andere Programme aus der Adobe-Produktreihe gibt. Als erstes müssen wir hier auf der Seite unsere entsprechende Software auswählen. Dann bekommen wir hier eine umfangreiche Liste mit verschiedenen Plugins und Erweiterungen, die in der Regel kostenfrei sind. Teilweise gibt es hier aber auch kostenpflichtige Widgets mit bei. Da gibt es zum Beispiel verschiedene Galeriefunktionen bzw. Plugins, Widgets, Buttonstile und ähnliches. Diese können hier einfach heruntergeladen werden und legen sich dann automatisch in die entsprechenden Erweiterungsbereiche in Dreamweaver. Hier im rechten Bereich, der aktuell leer ist, stehen, sofern verfügbar, weitere Neuigkeiten zu Dreamweaver, wie zum Beispiel Informationen über Produktaktualisierungen. Ich persönlich arbeite mit dem Begrüßungsbildschirm ganz gerne. Der ist relativ hilfreich, um schnell den Einstieg in Dreamweaver zu finden, beziehungsweise zuletzt geöffnete Dateien hier an der Stelle zu öffnen und neue Dateien zu erstellen. Das ist für mich persönlich so der Hauptaufgabenbereich des Begrüßungsbildschirms und ich vermute, genau in dieser Funktionalität werdet auch ihr ihn wahrscheinlich am häufigsten nutzen. Wer ihn nicht haben möchte beim Starten der Software, kann ihn hier unten in dem Bereich mit der Checkbox nicht mehr anzeigen, einfach ausblenden.